Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem LS-Profi. Oh moin! Und ja, wir haben kurz zwischen der Aufnahmesession oder halt zwischen dem anderen Video haben wir kurz beim LU ein bisschen Stress gemacht und jetzt wollen sie hoffentlich einmal wieder normale Preis machen, ja, und nicht 25.000. Wir haben mal kurz gestreikt bei denen, okay? Mhm. Ist halt wirklich so. Wer zahlt 25.000 für ein bisschen Unkraut entfernen? Vor ein Feld! Da rege ich mich direkt schon wieder auf, ey. Könnte ein Twitch-Emote sein. 25.000 für ein Feld. Junge, meine Güte. Krieg ich nicht in den Hals, ey. Und ja, wir machen mal da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ja, es ist halt ein bisschen komisch. Aber naja, es wird schon gehen. Fünfmal vorbeigefahren an der Scheiße. So, jetzt habe ich aber endlich den Verkaufsplatz hier. Und, jo, dann schauen wir weiter, was wir noch so zu machen. Stimmt, vergessen, die Zeit ist muss ja auch 15. Boah, das geht schon. Watch. Was ist das hier für ein Kack schon wieder, hey? Und hier. Was haben sie denn gerade verkauft, weil sie 10.000 aufs Konto gekriegt haben? Ich habe ein bisschen Silage verkauft. Hm, sie werden wieder wahrscheinlich so ein Silage-King werden. Lass ich hier was lang suchen. Sie denn? Dein ist Currywurst-King, ich bin ein Silage-King. Das ist so, was ich meine. Warte mal. Sind alle beschäftigt? Ne, zwei sind sogar frei. Ich geh mal kurz runter. Der Typ ist mit seiner Lu, ich glaube, der wird noch einmal. Ja. Aber das macht ja nichts. So, ein bisschen was stehen lassen. Und das machen wir jetzt. So, meine lieben Freunde, aber jetzt werden wir wahrscheinlich dann eh wieder irgendwas machen. Okay, ein Mitarbeiter von Melu hat schon wieder verlassen. Und jo, dann schauen wir weiter. Wo bleibt mein eigentlich der Kollege? Mietet das wieder das ganze LU? Schaut's gerne mal bei Ihnen in der Folge vorbei und schreibt's mal gerne in die Kommentare.
Ja, kein Ding. Was? Alles gut. Ah, das ist ja Lou schon viel, viel netter geworden hier. Die begrüßen jetzt sogar mit einer Alexa. Spaß. Was haben sie denen gezahlt? Gar nichts. Ich hab denen gar nichts gezahlt. Ich zahl denen doch nichts, Junge. Die sollen nicht benehmen. Das ist selbstverständlich, geil, Leute, sagen. Finde ich. Ich weiß ja, wie sie das finden. Weil, wie sieht's denn eigentlich mit meiner Wiese schon wieder aus? Jojo. Mhm. Erzähl uns doch ein bisschen was. Ich bin gerade was am gucken, was ich am besten mache. Was kaufen Sie denn Schönes? Gar nichts gerade. Ich bin gerade am gucken. Hallo. Servus. Hallo. Herr Justin, wäre es für Sie okay, wenn wir ohne Pflegebegreifung in den Acker reinfahren? Nee. Okay. Ich hoffe, das haben sie auch nicht gemacht. Hey, komm mal auf so ein... Nee, ich schuld mich nicht auf. Alles gut. Ich mute mich kurz. Ah, ja. Aber der Guss rein jetzt aus. Was? Alles gut, jetzt gestimmt. Ja. Weißt du, wo Justins Deutsch steht? Na, da musst du ihn selber fragen. Ja, war auf dem falschen Hof los. So. Was machst du schon wieder hier oben? Wo steht dein Deutsch? Wo hat steht er wohl? Unten im Busch. Yes. So, schreib's gerne mal in die Kommentare, ob wir uns sowas kaufen sollen. Und, jo. Ja, ich glaube, ich mach das. Was denn? Gerade was. Ich möchte mir wahrscheinlich eine Sache kaufen. Um was geht's da? Was mit Ballentechnik geht's da? Aha. Je mehr Folgen, desto spannender wird's. Das sowieso. Allein schon wegen dem Fuhrpark. Übrigens, die beiden Elo-Mitarbeiter arbeiten jetzt für immer bei mir. Nur mal so, hat er in der Folge gefehlt. Echte Sache. Ah ja. Ja. Ist halt Real Talk, die arbeiten halt wirklich gerade beide für mich. Der eine düngt für mich, der andere tut Silage aufladen. Einwandfrei. Ich würde mir gerne eine Quaderballenpresse kaufen. Ja? Nein? Hallo? Was? Ich würde mir gerne eine Quaderballenpresse kaufen. Schön, dann das. Sorry, Alter, freu ich das nächste Mal nicht mehr. Und jo. Dann fahren wir mal auf den Hof wieder. Ach ja.
Jetzt wäre er mal unten beim LU vorbeischauen. Servus. Grüß Gott. Und zwar würde ich gern mein Feld 25 mit meiner eigenen Maschine ansehen lassen. Wird das gehen? Wenn ich bei dem Herrn LS Profi fertig bin, würde ich das machen. Okay, passt. Auf Feld 25, gell? Ja, jo. Stellst du mir die Maschine zurück? Ja, ich stell's gleich um und ich... Alles klar. Ich schau grad noch, was ich ansehen soll. Leck mich am Arsch. Wähl's einfach gleich aus in der Samstag. Jo. Jo. Ich stell's dann mit der ausgewählten Saatfrucht um, okay? Jo. Passt. Danke, ciao. Tschüss. Ach du. So. Ah, jetzt sind sie ja fertig. Geh ich nämlich kurz mal runter zum LU. Jo, dann stellen wir das einmal auf das Feld um. Ich schau grad, was wir uns sehen könnten. Aber das macht ja das LU. Ich vergehe jetzt einmal zu mir wieder auf dem Hof. Schauen. Und dann muss ich kurz noch was schauen einmal. Aber naja, warten Sie mal kurz. So. So, na la. Schauen wir mal da auf den Hof da. Jetzt wird es bei düngen. Noch in der Folge. Fahren wir da mal mit den um. Und dann passt es. Was war das, Sheffield? Das LU-Uwe ist doch frech, habe ich langsam das Gefühl. Warum? Weil die, ich sag den, Mäh mit Schwaderblage, was machen die? Ich will Breiterblage und Schwader drüber, gibt mir mehr Profit. Ich hau den gleich ein und den Deckel, das glaubst du gar nicht. So unkompetente Leute habe ich in meinem ganzen Leben hier erlebt, ey. Ja. Mal bisher. Same. Unfassbar. Was haben sie? Und bei Ihnen? Hä? Was ist bei Ihnen? Bei Melu, wenn sie Melu sehen. Das ist ganz in Ordnung. Hä? Na, manchmal haut er schon ganz schön auf den Deckel von den Preisen. Aber dann sage ich, dann bestelle ich es halt woanders. Na, dann machen wir doch günstiger. Ja. Aber dann ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Schaut doch beim lieben LS-Profi vorbei. Link dazu wieder in der Infobox.
Stürzt gerne spionieren, wie immer. Und dann bis dann. Macht's gut. Ciao.